wenn man nicht viel Kraft hat, um guten Taten zu machen, also der Iman schwach ist, wie kann man das dann ändern, damit, also wenn man keine Kraft hat, Taten zu machen, wie du gesagt hast, der Koran liegt offen und man kann ihn trotzdem nicht lesen. Der Bruder sagt, wenn man zu schwach ist, um gute Taten zu machen, was sollte man machen? Diese Schwäche des Imans hat ja eine Ursache. Unter anderem, dass man sehr viel sündigt und dass man seine Zeit vertreibt. So. Wenn man einmal richtig bereut, wird Allah den Zustand des Herzens ändern. Mit der Voraussetzung, dass man nach der Reue gute Taten folgen lässt. Dann wird Allah diesen Zustand ändern. Aber solange man sagt, warum steigt mein Iman nicht und man vernachlässigt die Religion Allahs, woher soll die Stärke des Imans kommen? Denn die Stärke des Imans kommt mit guten Taten. Yazidu bit Taha wa yanqus bil Masiya. Das ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der Iman steigt mit guten Taten und sinkt mit schlechten Taten. Daher ist die Aufgabe von einem jeden Muslim, dass er sich dazu motiviert, gute Taten zu begehen. Weil, wenn er diese guten Taten unterlässt, dann siehst du selber, was der Zustand ist. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt mit anderen Worten, man macht sich ein Programm, die viel Lohn bei Allah bringen und diese versucht man jeden Tag zu vollziehen. Man braucht jetzt keine 1000 Seiten vom Koran zu lesen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ahabbul a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalb. Die besten Taten oder die liebsten Taten bei Allah sind diejenigen, die man regelmäßig macht, wenn sie auch wenige sind. Weil wir haben Leute, Achil Karim, der ist an einem Tag motiviert, der hört einen Vortrag, dann geht er nach Hause, liest 40 Seiten vom Koran. Am nächsten Tag liest er gar nichts mehr. Davon haben wir nichts. Oder einer ist motiviert, der spendet 1000 Euro und die nächsten 10 Jahre gar nichts mehr. Daher lieber wenig, aber dafür beständig. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.